Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Wonderbox. Wir spielen die Kampagne, befinden uns in einer riesigen Welt und machen jetzt Kapitel 4, Champion des Volkes. Los geht's. So, gucken wir mal, was unser kleiner Froschheld hier noch so alles machen muss. Speerkämpfer, okay. Sind wir besetzt worden hier oder was ist los hier? Hallo, hallo. Hallöchen, ich liebe dieses Wetter. Ich stehe alle unten immer vor dieser Tür. Die wird, wie man sieht, wird die immer freier. Aber wir können da nicht rein, leider. Schade eigentlich. Weil die war ja vorher verbarrikadiert und jetzt ist sie... Ach, guck mal, hier. Was bringt denn mir das denn hier? Rein komme ich da ja nicht so. Hä? Ich kann mich auch nicht hinknien. Jetzt die Tür auf, aber wir kommen da nicht rein. Gut, was kann man noch hier machen? Gibt es hier noch irgendeinen anderen? Kommen wir hier in die Hütte rein? Da waren wir ja drin. Das ist unsere Hütte. Das ist auch nichts. Wir haben auch keine... Wir haben auch nichts. Hm. Können wir hier rein in das Ding? Nee. Ist auch kein Eingang, ist einfach nur so. Ist der Händler? Kann der uns irgendwas sagen? Ja? Nee. Hä? Okay, was machen wir? Was sollen wir machen, ist die Frage. Da, also, wie man sieht, kann man da auf jeden Fall rein. Mal kurz gucken, wer da rausgehen. Okay. Da kann ich rein, okay. Mann, habe ich nicht gesehen. Gut. Geh mal runter. Na, hast du was für uns? Danke. Angebot? 10 Münzen, krieg ich einen Bogen. Und was hast du für ein Angebot? Dann krieg ich ein Schild, okay. Dann lass uns mal sammeln gehen. Gehen wir erstmal hier nach links. Okay, alles auf und die Truhe ist auch auf. Ist doch gut. Nehmen wir mit. Wie viele Münzen haben wir? 10. Das heißt, wir kriegen entweder einen Bogen oder ein Schutzschild. Das ist natürlich die Frage, für was man sich entscheiden sollte. Schauen wir mal. Ich glaube, ich nehme einen Bogen. Warum auch immer, irgendwie habe ich Bock auf den Bogen. Oh nein! So.
Hier noch diese blöde. Ah, da oben sind auch noch zwei. Zwei Lumpen. Durch die Mauer. Okay, noch was davon? Den Goldkram eingesammelt? So, jetzt haben wir wieder 13 Münzen. Jetzt können wir auf jeden Fall uns auch das andere Ding auch noch kaufen. Das machen wir. Und jetzt brauchen wir es wahrscheinlich auch gleich. Dumm. Oder eigentlich. Egal. So rum geht's auch. Vier Goldstaub gegen. Und er hier? 10 gegen eine Bombe? Ach, der heilt mich, das ist ja cool. Meine Berechtigung haben wir noch nicht. Okay, dann gehen wir hier in die nächste Prüfung rein. Das war dumm, aber naja. Obwohl, er muss noch ein Gegner sein. Bis wo? Ich guck mal kurz hier hinter. Da steht auf jeden Fall noch einer. Das heißt, wenn ich hier durch die Tür gehe, kommt er da auf mich zugerannt, der Asi. Na gut, müssen wir ihn halt. So, ups, nein! Muss ja wieder hochkommen, bloß wie? Da hinten links, okay. Gut, haben wir schon mal drei. Fehlt uns das letzte Quäntchen noch. Lass uns mal zum Magier gehen, da kannst du mal die Wunden heilen, oder? Macht er das nicht? Danke. Sehr gut, den mag ich. Den mag ich. Ah, warte mal. Nein, ach, ich war zu spät. Ich hätte noch was kaufen können, ne? Die Bombe. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Oh, das war klar. Da konnte ich nicht gleichzeitig. Nein! Ah, ich hatte gesehen, dass er zugehauen wollte, der Asi. Ah, Mann! Okay, das war dumm. Wir müssen vorsichtiger sein. Ach, Mann! Das war jetzt blöd. Oh, der trifft wieder. Okay. Nein! Oh, ich wollte noch weghüpfen. Ich muss das Schutzschild benutzen. Oh Mann. Und er nervt. Ah, das gibt's doch gar nicht. Wie schlecht kann man denn sein? Alter! Der nervt mich gerade total. So, irgendwo war noch so ein Spuckding, ne? Ne, der ist noch da.
Okay. So, 4 Stück haben wir. Lass uns gleich auch wieder heilen. So. Warte mal, von dir würde ich auch was kaufen, die Bombe. Sicherheitshalber mit. Wer weiß, ob wir sie mal gebrauchen können? Anscheinend nicht. Aber egal. Sehr gut, sehr gut. Yes. Abenteuerpunkte. Froschtorso. Jetzt haben wir eine Froschtorso sogar. Okay. Ran an die Arbeit. Gehen wir mal ran. Na komm, was willst du mir vorschlagen? 3 Gold für so einen Krimskrams. Warte mal, hier sind überall. Da auch. Überall so kleine Diamanten oder was sind. Da ist auch noch einer. Ich weiß nicht, wie viel man davon braucht, aber wenn die hier überall rumliegen, sollten wir die auch alle einsammeln, glaube ich. Sind hier noch mehr Glitzern irgendwo? Da hinten ist auch noch einer. Bevor ich bei allen rede, sammle ich das einmal ein. YouTube. Komm da rein. Da können wir rein, okay. Komm auch da rein. Brauchen wir einen Schlüssel für? Okay. Dann brauchen wir wahrscheinlich, was brauchen wir hierfür? Ein so ein Ding, okay. Hundert Münzen für ein so ein Ding. Alter Schwede, okay. Ah, hier ist auch so ein Ding gewesen, okay. Okay, wir brauchen ein Buch und das und das, okay. Okay, ein so ein Goldding haben wir. Also hier sind wirklich viele Sachen. Zehn Stück, dann machen wir die Tür auf. Jetzt haben wir 8. Es werden wahrscheinlich noch mehr versteckt sein hier. Lass mal ein bisschen rumgucken. Da ist irgendwie noch so ein rotes Ding. Wie kommen wir denn da? Ach, da kommen wir durch die Tür rein. Warte mal. Da waren wir doch schon drin, oder bin ich jetzt verkehrt? Gehen wir nochmal da. Wir gehen nochmal da rein. Ich meine. Nee, wir sind wieder draußen, ne? Also da kommen wir nicht rein. Muss einen anderen Weg da reingehen. Zu dem. Da hinten. Ah, das war noch eine. So. Wir haben noch einen, das brauchen wir zwar auch, aber das ist was anderes. Wir gehen mal hier in unsere Hütte rein. Okay, haben wir schon mal das Buch, was sie haben wollte. Aber wir brauchen trotzdem noch einen Edelstein. Da braucht 3 Gold für diese Kacke da. Aha, hier war das. Achso, hier links. Okay. Gut, dann haben wir 2. Finden wir bestimmt auch ein drittes noch irgendwo. Aber wir brauchen erstmal auch, und wir brauchen noch einen, so einen Diamant. So ein Edelstein, was da ist, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das hier oben irgendwo finden nochmal. Auch nicht, ne? Hier hinter irgendwie? Also, selbst hier oben sehe ich nichts, was glitzert irgendwie. Sie reden alle nur von Schätzen. Aber keiner weiß, wo die sind. Darauf fehlt uns der Schlüssel für. Okay, lass uns mal mit allen nochmal reden. Ach, guck mal. Mein Gott.
Hat man mal mit allen geredet, da ist es. So, jetzt irgendeiner war doch da, die uns was mixen konnte. War sie das? Nee, nee, nee. Wo war denn die? Wo war die Mix-Tante? War da oben, ne? Oder war er das? Nee. Hier, sie war das, ne? Genau. Okay, der hat den Schlüssel gemacht. Den Schlüssel kriegen wir hier unten. Kriegen wir schon das letzte Stück. Okay. Na gut. Irgendwie muss es ja funktionieren, ne? So. Hä? Ach so, wo war denn der Typ mit den 10 Dingern? War er das hier? Nee, er war doch 100, ne? Ach, da war er da oben, okay. Oh Mann, ey, hier sind auch so viele Händler hier. Gut, jetzt haben wir jetzt... Hä? Ach so, wir können ja 100... Ah, okay, jetzt verstehe ich. Gut, jetzt haben wir alle, jetzt haben wir die 100. Jetzt können wir runtergehen zu ihm. Das ist auch ein bisschen viel. Jetzt können wir die Tür da unten aufmachen. Cool. Oh, das ist ein richtiger Minenschacht hier, wollte ich gerade sagen. Ein Goldschacht. Da ist unser Herz. Und da ist noch eine Tür. Aber wir haben keine Spitzhacke und gar nichts. Ach, da hinten auch. Ja, cool. Sehr gut. Ja, ein kleines Tauschprogramm gerade gehabt. Tausche Kuh gegen Pferd oder sowas. So, Goldrausch. Ah, Goldrausch machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.